Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ich habe in den OBS-Einstellungen mal, also davor hatte ich das auf 30 FPS, habe ich jetzt mal auf 25 FPS gestellt. Und also ich hoffe halt einfach, dass damit die Lags minimiert werden. Ja, ich werde das, die ersten so 5 Minuten des Videos werden halt mit diesen 25 FPS aufgenommen und werde auch währenddessen halt noch paar Sachen so ausprobieren, halt jetzt schnelle Bewegungen und so ein Scheiß halt jetzt und starten wir jetzt einfach mal. Beim letzten Mal haben wir den Ring da geholt und wurden dann von dem diesen, keine Ahnung, wie von diesen. In dieser Truhe bewahre ich alle meine Vorräte auf. Ich sollte mich vorbereiten, bevor ich gehe. Wurden wir dann halt von diesen boah, wie heißt der? Mir fällt gerade das Wort dazu nicht ein. Boah, Diebjäger, was auch immer, ne? Wenn ich was finde, das ich behalten will, bewahre ich es hier auf. Im Moment sammelt sich hier vor allem Staub. Wie lange war ich denn weg? Ja, ein Jahr anscheinend. Halt dieser Diebjäger da, was auch immer. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Naja, ist ja auch egal. Staatsfeind Nummer 1 oder was stand da? Ich habe da gerade zweimal weggeflogen. Naja, ist ja egal. Geht über. Okay. Ich habe nicht mal angefangen zu lesen, da war der Text schon weg. Triffst du im Black Alley. Okay. So, ja. Das Ladebildschirm finde ich, sehen voll geil aus. Achtung, ihr Diebe! Von heute an wird jeder Bürger, der beim Diebstahl erwischt wird, am Halse. Bis er tot ist. In dieser Stadt wechselt nichts den Besitzer, ohne dass Basso es weiß. Er sagt, das ist eine Gabe. Und in meinem Gewerbe stimmt das wohl. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Schwimmfall können benutzt werden, um Flaschenzüge aus der. Okay, warte mal, habe ich einen Schwimmfall dabei? Eins. Ah. Nützlich, ja, ja. Ich könnte schwören, ich hätte gestern einen Mann in Schwarz auf den Dächern vor unserer Wohnung gesehen. Auf den Dächern? Was hat er da gemacht? Weiß nicht, ich bin vom Fenster weg. Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Also. Dann mache ich hier kurz testen, ob das laggt. Ich hoffe mal nicht. Bei mir läuft's einigermaßen flüssig. Komm. Hä? Auch da. Ah, das sieht doch was glitzern. Aber wie komme ich da hin? Okay, der Timer ist um. Kurzer Cut wird hier jetzt gesetzt und ich gucke mal, ob die Aufnahme flüssig läuft oder nicht. So, es läuft also es geht. Ist nicht irgendwie besser geworden und auch irgendwie nicht schlimmer oder auch schlimmer oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall lasse ich das fürs erste Mal so. Wahrscheinlich bereue ich das danach, aber so rüber da. Also ich habe das gemerkt, wenn ich mich halt schnell herumbewege,
Aber wenn es halt langsam ist, dann geht's eigentlich so. Juckt die da unten halt so gar nicht. So. Ich bin so müde. Dann geh ich schlafen. Black LA, ja. Komm mit. Jemand will dich sehen. Warum mich? Dein sonniges Gemüt, die anregenden Gespräche, keine Ahnung. Du hast den Ring für ihn gestohlen. Musst ihn beeindruckt haben. Wer ist er? Er heißt Orion. Der Einzige, der gegen den Baron aufbegehrt und sich für Leute wie dich und mich einsetzt. Also, zumindest für mich. Was er sagt, leuchtet ein. Das gibt's ja wirklich nicht oft. Er hilft hier unten den Opfern der Schwermut. Schön, dass mal jemand zu seinem Wort steht und was tut. Und, sei nicht zu sehr... Du weißt schon, du. Wir brauchen das. Ah. Besso. Gut, dass ihr da seid, Garrett. Ihr bezahlt, oder nicht? Von dem bisschen, das ich habe, ja. Dann habt ihr jetzt meine Aufmerksamkeit gekauft. Gut. Bitte. Begleitet mich. Der Baron zieht Fortschritt dem Schmerz vor. Metall und Stein statt Fleisch und Blut. Und seht, was passiert ist. Ich mische mich nicht in Politik ein. Ah ja. Ihr seid ein stolzer Einzelgänger. Glaubt ihr wirklich, das ginge euch nichts an? Für mich passt's so. Aber wie lange? Garrett, ich rutsche! Es ist auch eure Stadt. Hä? Was war das jetzt? Hast du gerade die Frau geschrien oder hat sich so eingebildet, dass die Frau das passiert? Eine Ohnmacht. Geht's euch gut? Bestens. Was braucht ihr von mir? Ich brauche ein Buch. Das einzige seiner Art, das noch existiert. Es heißt, es sei irgendwo im Haus der Blüten versteckt. In diesem Bordell gehen Tag und Nacht die Reichen ein und aus. Diskretion ist alles. Ich bin eigentlich kein Freund des Diebstahls. Aber in Zeiten wie diesen... Ein Politiker, der stehlen lässt... Klingt ganz normal. So wie ein Dieb, der für die gute Sache stiehlt. Ich hol euch das Buch. Ihr sichert damit auch eine bessere Zukunft für alle. Ich werde es mir merken. Das Haus der Blüten. Ich war nie dort, im Gegensatz zu jemand anderem. Aaron. Okay. Was auch immer das Haus der Blüten ist. Ich würde mal zuerst... Warte mal. Karte ansehen. Das hier ist... Ich würde mal gerne zu Besso oder... Nee, oder halt hierhin. Um mir halt Ausrüstung zu holen. Kann man markieren? Schießen... Garrett. Ja, einfach die Straße hoch, kann ich mir schon merken. Okay.
Liest du Zeitung? Da steht, die Tierkeulung hat funktioniert. Was für eine Keulung, Alter. Hä? Nee, ich bin gar nicht. Ich existiere gar nicht. Ergib dich. Versuch nicht zu fliehen! Na ja, komm, wo bist du? Hoch da. Und was bringt dir das jetzt? Wo komme ich denn so hoch? Hier irgendwie. Die vorne. Es hat keinen Sinn. Er ist nicht mehr da. Okay. Also, wo muss ich jetzt hin? Karte. Ja. Hier irgendwie so über die Straße. Ich versuche nur rechts irgendwie und dann hier irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe eine Familie. Hier so rechts. Wollen wir dann rüber? Hier hat was geglitzert. Ja. So. So, hier konnte man runter. So, rein hier, ja. Seht euch um! Seht euch euer Zuhause an! Vor einem Jahr gab's noch Hoffnung! Ich habe etwas für alle eure ruchlosen Bedürfnisse. Also, wenn ich mal wieder zurück bin, dann kann ich mir auch ruhig Werkzeug kaufen. Drahtschneider, Rasierklinge. Werkzeug zum Deaktivieren von Fallen und Alarmen. Das klingt nützlich. Werkzeug zum Entfernen von Gemälden aus ihrem Rahmen. Jo, kaufe ich beides. Klingt beides geil. Wir haben noch genug Geld dafür. Kann ich mir dann erhöht die sichere Fallhöhe. Ja, das juckt mich eigentlich nicht. Schlösserkartenqualität erhöht die Empfindlichkeit bei Rüstung deutlich. Ah komm. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das ist verkaufen, okay. Ja, Wasserpfeile. Brauche ich nicht. Nahrung. Ja. Breitkopf-Feuerpfeil. Weiß ich nicht. Moon behalte ich. Stumpfpfeil. Das Stumpferpfeil. Stickungspfeil. Mal gucken. Hilfsobjekte. Glücksmünze. Diese alte Münze erhöht angeblich ein Kapitän. Ach so, ja moin, erhöht. Diese alte Münze gehört angeblich einem Kapitän aus einem fernen Land, der von Wassergeistern entführt wurde, um ihre Königin zu heiraten. Die Wassergeister jedoch waren von der funkelnden Münze so fasziniert, dass er die hinterhältigen Dämonen damit hypnotisieren und letztlich entkommen konnte. Ideal für untätige Grübler und fingerfertige Trickbetrüger. Erhöht maximal Fokus. Ach so, und das sind also sowas wie Buffs, die man sich kaufen kann? Maximalen Fokus. Okay. Ja, könnt ihr euch einmal hier den ganzen Text durchlesen. Ich werde mich hier nur das untere hier durchlesen. Verringerter Preis von Ressourcen um 25%. Ah, okay. Erhöht den Grinsesalz. Erhöht die
den Gesundheitszuwachs durch den Verzehr von Nahrung. Treus Ranzen. Erhöht die Tragekapazität für Mohn und Nahrung um 2. Könnte für später nützlich sein. Moosköcher, Breitkopf und Sägezahnfeilen verursachen beim Aufprall kein Geräusch. Kein Geräusch. Okay. Okay, irgendein Aschensalbeiöl. Verringert den Schaden durch Feuer und Fallen. Seitenwind mit Medaillen. Verringert die Trefferchance feindlicher Projektile. Okay. Werkzeuge. Hier kann ich mir nichts holen. Schlagstock Schaden. Und das hier war. Nee, warte mal. Hier war doch noch irgendwas mitnehmen, oder nicht? Nee, nur das da, okay. Kaufen. Nahrung, Mohn, Leuchtbombe. Stumpferfeil. Seilpfeil. Komm. Da hab jetzt 2 davon, ja. Erstickungsfeil. Ja, weiß ich nicht. Wasserfeil. Feuerfeil. Ja, ich keine Ahnung. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Die leeren Versprechungen des. So, reicht mir fürs Erste. Dann kann ich jetzt auch zu meiner Mission gehen. Hier komme ich nicht durch. Geil. Er hat mich aufgeweckt, nachdem ich in der Gasse ohnmächtig geworden war. Was hat er gesagt? Ich hätte ihn vor Schreck. Ganz recht. Die Königin der Bettler selbst wollte meine Geschichten hören. Immerhin. Und ich dachte schon, die Schwermut hätte sie auch erweckt. Sie ist älter als alle solchen. Geh nicht. Schon zu spät. Hier. Die Spende. Willst du einer alten Frau Gesellschaft leisten? 90 und ich habe nicht 90. Nee, warte mal, ich habe nicht genug Gold. Ich brauche 150, aber ich habe 90, okay. Wie wäre es mit einem kleinen Spendeempfänger? Ja, okay. Wir werden uns wiedersehen. Ja, werden wir. Nee, hä? Och nö. Was ist das hier? Das nehme ich mit. Kapelle unserer Dame der eisernen Tannei, keine Ahnung. Okay. Was war das jetzt, ein Einzelstück oder so ein Wertgegenstand? Keine Ahnung. Muss ich wieder komplett zurücklaufen, ey. Leg mich fett. Kann ich darüber? Nee, kann ich natürlich nicht. Alter, was hast du denn für eine Ausdauer, die 5 Meter? Die kann ja meine Oma laufen. Seht euch um! Seht euch euer Zuhause an! Boah, seid leise, ey. Ja. Psch, ruhig. Doch nun verrat! Wie vielen Idioten habe ich allein mit diesem Ding den Garaus gemacht? So, da hoch. Da kann ich auch hoch. Da hinten liegt noch was. Hier hinten liegt auch noch. Hier links oder wie? Jede Nacht der Silber ein Traum.
wisst ihr nicht. Schon wieder Trockenfleisch. Ich hasse Trockenfleisch. Mich hat gestern Abend ein Mann gefragt, was ich vom Baron halte. Okay. Dann durch da. Wenn der Mistkerl meine Armbrust nochmal als Türkoffer benutzt. Schnauze, Mistkerl! Nur Götzen geben der Wache Widerworte. Und du tust doch kein Götze, oder? Nein, Sir. Ich bin ein Northcrest-Mann. Schon immer. Was stinkt da so? Du hast dich angepisst, oder? Bitte, ich hab nichts getan. Ich behalte dich im Auge. Und jetzt hau ab, sonst verhafte ich dich fürs Herumlungern. Wie komme ich jetzt durch? Kann ich hier hinten entlang? Aber hier ist eine Kiste, oder? Ja. In der Stadt gibt es einige dieser Obelisken. Köder und Schalter. Den haben wir doch gesehen, oder nicht? Köder und Schalter 3. Hier ist ein Schalter und hier ist die Tür oder so? Weil hier ist... Ich weiß es nicht. Echt gar kein Plan. Guck ich mal vielleicht später mal vorbei. Hab ich jetzt... Perfekt. Okay, Wasserpfeile sind doch nützlich. Ja, scheiße, habe ich die ganzen Wasserpfeile verkauft. So. Da. So, und hier ist... Oh, 20. Nice. Irgendwas geht hier vor. Warum siehst du nicht nach, was los ist? Nicht, ich bin das nicht. In Riverside steht eine alte Mühle, in der Aaron mal gewohnt hat. Die sollte ich mir genauer ansehen. Ich hätte gern die Map. Okay. Ebola? Oder Corona? Weiß es nicht. Bevor ich ihm noch ordentlich eine mitgebe. Was war das? Gar nichts. Hat sich doch was bewegt. Ich sehe bei diesem Licht überhaupt nichts. Wer immer da ist, er soll hervortreten. Ich muss mich geirrt haben.
Dich mache ich weg, du Wichser. Der hat auch nicht nix an sich, okay. Komm! So, bitte, es kommen jetzt keine unnötigen Wachen. Geldbeutel. Noch ein Geldbeutel. Irgendwas ist anders an dir. Moment, ich hab's. Du stinkst nicht nach Schweiß und Pisse. Ich hab's gerade mit Polly Adler gemacht, der duftendsten Dockschwalbe von Skin Market. Ihr Parfüm hängt sicher noch an mir. Okay, Hashtag not sponsored. Ich hab nichts damit zu tun. Falls das gerade Schleichwerbung war, ich hab echt nichts damit zu tun, okay. Ich bin keiner der Spielentwickler. Ja. Halte Alter, wie weit muss ich denn noch? Hä? Och, natürlich, Alter. Ich glaube, ich sollte mich heilen. Nur so. Wie weit ist es? 41. Alles safe. Schalt mal. Fischi und so. Erens Mühle. Erens. Ehrenmühle. Betritt Erens Versteck. Okay. Einfach runter, oder? Da. Ja, kann man drücken. Der Schalter ist praktisch unsichtbar. Vielleicht finde ich noch mehr davon. Aaron hat hier überall Fallen gelegt, um ungebetene Gäste aufzuhalten. Ich muss vorsichtig sein. Okay. Was ist hier? Ein Raum, okay. Bodenplatten. Das. Ah. Was ist das hier? Hier ist. Ein Bett, Bücher. Hängt ein Bild oder so. Okay, hier scheint auch nichts zu sein. Da kann man hoch.
Und hier ist... Ja. Ein bisschen Blut. Hier ist auch noch ein Knopf. Ich sehe keine Falle, okay. Aber auch nicht für eine Falle. Aber Leute, was da unten ist, das sehen wir in der nächsten Folge, weil ich sehe, dass die Folge schon echt lang ist. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen da, also könnt ihr abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, die Playstore checken. Und ja, euch allen wünsche ich noch einen schönen Tag und tschüssi.